Deine Vision hat Versionen. Seht, ich versuche nur, euch verstehen zu lassen, dass Gott einen Plan für meine Zukunft hatte. Aber ich musste immer wieder zu ihm zurückkehren, um seine Sichtweise darauf zu bekommen. Denn während der Jahreszeiten, in denen ich mich befinde, gibt es verschiedene Versionen der Vision. Ihr müsst mir helfen zu verstehen. Hört zu. Was sagst du, Pastor Mike? Wenn ihr sonst nichts aus dieser Message mitnehmt, möchte ich, dass ihr versteht, wie wichtig eure Vision ist. Denn Gott gibt Visionen im Tal. Für mich war das mein Tal. Und ich weiß nicht, wo euer Tal ist. Aber wenn ihr eine Vision von Gott bekommt, schreibt euch diesen Punkt auf. Vision ist Gottes Sicht. Vision ist Gottes Sicht. Der Grund, warum Gott euch eine Vision geben will, ist, weil, wenn es um deine Karriere geht, dann siehst du nur das. Ich sehe nicht hinein. Ich sehe nicht obendrauf. Ich sehe es nicht. Ich sehe einfach nur einen Teil, einen Ausschnitt davon, was Gott tun möchte. Und ehrlich gesagt, es ist größer als ich. Ehrlich gesagt, es ist etwas, das ich nicht vollständig verstehen kann. Die Bedeutung von allem, was passiert. Aber wenn Gott dir eine Vision gibt, denk nicht daran, was du mit offenen Augen siehst, sondern daran, was Gott dir mit geschlossenen Augen zeigt. Was er tut, ist dies. Komm ein bisschen höher. Ja, ich weiß, du weißt nicht, was du mit deiner Karriere machen sollst. Aber ich werde dich zu einem erfolgreichen Geschäftsmann machen und du wirst in der Lage sein, Menschen aus deiner Region zu segnen. Und alles, was ich von dir verlange, ist nicht all den Möglichkeiten hinterherzujagen, die da sind, sondern ich brauche einfach deine Treue. Dadurch wirst du den Charakter lernen, der dich auf deine nächste Ebene führt. Folge meiner Sichtweise. Und dann tut Gott etwas. Er lässt dich nicht hierbleiben. Wir leben nicht in der Vision. Er gibt dir eine Vision, Gottes Sichtweise, die Art und Weise, wie er hinein und hinüber und herumsehen kann. Und dann bittet er dich, herunterzukommen und so zu leben, als wäre die Vision schon in der Gegenwart. Und einige von euch fragen sich, Gott, was soll ich mit meiner Karriere tun? Bete und faste 21 Tage lang und hol dir Gottes Sichtweise darauf. Komm hier hoch und lass dir von Gott zeigen, wo du sein sollst, in welcher Stadt du sein sollst und wie du es tun sollst. Hol dir Gottes Sichtweise und dann komm bewusst hinunter. Seht ihr, hier versuchen wir zu vergessen, was wir gesehen haben. Und hier versucht der Feind uns das Gefühl zu geben, dass das unmöglich ist. Und deshalb sagt uns Gott, schreib die Vision auf. Schreib auf, was du hier oben siehst. Schreibe auf, was du siehst, damit du, wenn du dort unten bist, nicht vergisst, dass Gott dir das gezeigt hat. Er hat mir gezeigt, dass unsere Kirche die Welt beeinflussen wird. Er hat mir gezeigt, dass es meiner Familie und meiner Ehe gut gehen wird. Er hat mir gezeigt und deshalb habe ich es aufgeschrieben. Also wenn ich hier unten bin, lasse ich mich nicht ablenken von den Aussagen, die von verschiedenen Menschen kommen, weil ich Gottes Sichtweise darauf habe. Versteht ihr, manche von euch, es ist nicht eure Karriere, die das Problem ist. Hier ist es. Es ist eure Familie. Ja. Ihr braucht Gottes Sichtweise auf eure Familie. Was erzählst du? Die Vision ist wertvoll. Geh zu Gott im Gebet. Gott, für die nächsten 14 Tage werde ich einfach bei dir sein und dich um Vision bitten. Zeig mir, dass meine Ehe geheilt ist. Zeig mir, dass meine Tochter nicht von Junge zu Junge rennt, um die Leere zu füllen, die ihr Vater hinterlassen hat. Zeige es mir, Vater Gott. Du kannst echte Gebete beten. Denk daran, dass Gott möchte, dass du ehrlich zu ihm betest. Gott, zeig mir, wie meine Familie andere Familien segnen kann. Gott, gib mir eine Vision. Und wenn ihr dir die Vision gibt, schreib sie auf. Sag es laut. Sei fokussiert darauf. Gott hat mir gesagt, dass meine Familie die Erde beeinflussen wird. Mein Vater hat es uns schon in jungen Jahren gesagt. Er sagte, Michael, der Name Todd wird eine Spur auf der Erde hinterlassen. Er sagte, dieser Name hat Gewicht. Dieser Name. Und als wir Gott um Lebensmittel gebeten haben, als wir Gott um Hilfe gebeten haben, als mein Vater hauptberuflich in der Kirche zu arbeiten begann und er Straight Farm verließ, um als Wanderprediger zu arbeiten, hat er uns immer wieder gesagt, euer Nachname
eure Familie. Gott hat mir eine Vision gezeigt, wie ihr die Welt beeinflusst. Gott hat mir eine Vision gegeben, dass du und deine Brüder etwas bewirken werden. Und heute stehe ich hier in 10 und 15 verschiedenen Ländern überall auf der Welt und habe Einfluss, denn es war das, was mein Vater aus Gottes Sicht gesehen hat, dass es mir ermöglicht hat, eine Vision zu bekommen, und ich lebe sie hier unten, wie es im Himmel ist. Lass es hier auf Erde sein. Und was Gott zu dir heute sagt, es betrifft nicht nur deine Familie, sondern es betrifft alles. Es betrifft die ganze Zukunft. Gott, was ist meine Zukunft? Er sagt, sie ist bereits im Himmel vorbereitet. Es fehlt nichts. Es mangelt an nichts. Gott, ich möchte das tun, was gerade im Trend ist. Gott sagt ihm, das wird nicht nachhaltig sein. Ich möchte das tun, was jetzt in ist. Das wird, wie gesagt, nicht nachhaltig sein. Ich habe eine Zukunft für dich. Bevor du im Leib deiner Mutter geformt wurdest, kannte ich dich. Ich hatte etwas für dich geplant. Warum holst du dir also keine Vision oder Gottes Sichtweise? Was hast du für meine Zukunft? Ich bin im Musikbereich tätig. Also nehme ich an, du wirst etwas mit Musik machen, oder? Ja. Ja, ich werde dir eine Vision geben, wie du Menschen beeinflusst. Durch Musik, oder? Ja. Ich werde dir eine Vision geben, wie du Menschen beeinflusst und alle deine Gaben dazu nutzt, um mir Ehre zu bringen. Bei den Grammys, oder? Ja. Siehst du, das ist das, was die Bibel sagt. Wir sehen nur einen Teil. Wir hören einen Teil, wir prophezeien einen Teil. Wenn du eine Vision bekommst, bekommst du einfach Gottes Sichtweise darauf. Und es war genug für mich zu wissen, dass ich großartig sein würde. Ich hatte nicht alle Details. Das hatte ich nicht. Aber ich wusste genug, um dem zu gehorchen, was er sagte. Und deshalb werde ich dir diese letzten Aussagen geben, denn Vision hat Versionen. Siehst du, ich versuche nur, dir zu helfen, zu verstehen, dass Gott einen Plan für meine Zukunft hatte. Aber ich musste immer wieder zu ihm zurückkommen, um seine Sichtweise darauf zu bekommen, weil es während den Jahreszeiten, in denen ich mich befinde, verschiedene Versionen der Vision gibt. Und deshalb kommt es darauf an, was auch immer du in die Lücke einsetzen möchtest. Das ist deine Seite. Mach ruhig ein Foto davon. Wo brauchst du Gottes Sichtweise? Wo brauchst du Gottes Sichtweise? Wenn ich zu diesem Jahr komme, brauche ich Gottes Sichtweise für etwas, das wichtiger ist als alles Materielle. Ich brauche Gottes Sichtweise in meinem Leben für meinen Sohn. Vergiss alles andere. Gott hat mir gezeigt, während wir hier sitzen und ihn zur Therapie bringen, und wir sitzen hier und versuchen zu verstehen, was er sagt, und er seinen 5. Geburtstag feiert, Gott, würdest du mir einfach deine Sichtweise auf seine Heilung geben? So schön hast du den Tibian Deutsch Kanal eingeschaltet. Wir beten, dass dich dieses Video ermutigen durfte und dir Gottes Liebe zeigen konnte. Lass uns in den Kommentaren wissen, was dich ermutigt hat, und abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst.